Moin Jungs, MK hier. Es ist endlich soweit. Ich spiele Horse 1v1 gegen meinen Cutter Yannick. Er ist auch schon gerade mit dem Call. Yannick, zeig uns deine wunderbare Stimme. Moin Jungs. So cringe. Aber es wird so goofy werden. Für alle, die Horse nicht kennen, basically, einer gibt einen Shot vor. Man muss den Shot machen. Wenn man es schafft, muss der andere den Shot nachmachen. Also man muss sozusagen Shot-Calling betreiben. Ich kann wieder nur Englisch reden. Jedes Mal, wenn man es nicht schafft, den Shot nachzumachen, bekommt man einen Buchstabe. Horse, H-O-R-S-E. Wer es zuerst ausgeschrieben hat, hat verloren. Yalla. Season 4 Grand Champion. Zu Yannick muss ich sagen, er hat ein bisschen Mechanics. Er ist aber sehr inconsistent und er kann die Easy Mechanics aber nicht. Und das werde ich natürlich gnadenlos ausnutzen. Okay, ich fange mal was ganz Simples an. Aus der eigenen Hälfte Air-Dribble vom Boden. Zack, schön, zwei Touch-Air-Dribble. Yannick, easy, komm. Du kannst jetzt das, nicht. Das ist so ein Ding. Das ist halt ein schwerer Schuss so. Also. Ja. Ist schon sehr schwer, hast recht. Also lass das halt irgendwie in den Squishy Muffins machen, der kriegt das halt einen von 10 mal hin. Ich sag dir auch, Yannick sitzt gerade an seinem Maus- und Keyboard-Spieler übrigens. Er sitzt gerade so zitternd an seinem Maus- und Keyboard, der wird halt so choken. Er ist halt die Cradle nicht gewohnt. Oha! Oha! Warte mal, ich hab nichts. Ja, und das war schon der erste Buchstabe nach 37 Sekunden. Let's go, Yannick! Endlich fronten wir dich mal. Ich mach jetzt ein was du nicht kannst. Ich fange erstmal simpel an. Ich habe nämlich den Pogo-Schlotz geübt. Oh, nee. Mache nur einen ganz normalen Pogo. Pogo, okay. Nur bauen. Ja, Pogo. Kann auch für ein Reset geben. Kann auch für ein Reset. Ah, geübt! Ah, sehr stark geübt! Wunderbar! Das schneiden wir nicht rein. Ja, auf jeden Fall schneiden wir nicht rein. Ja, komm, machen wir mal einen Masti-Double vom Seeding. Aber ich dann noch nicht geübt heute, aber ich glaube schon. Oh, du bist so lucky! Ich fange direkt gerade an. Mhm. Double Reset Pogo. Double Reset Pogo. Double Reset Pogo. Okay. Nein, oh, schade, oh, schade. Der war aber nicht so schlecht. Muss ich ja. Kannst du den Ball zu mir spielen? Schön schnell auf dem Boden. Dann mache ich vom Boden Ceiling No Bounce. Genau, so gut. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt so lieb miteinander geredet haben. Scheiße. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so nett miteinander geredet haben. Ja, passiert eigentlich nicht. Albo macht die Double. Ah ja. Signature Move von Yannick tatsächlich. Den kriegst du aber nicht. Boah, schade, holy shit. Der Try war insane, ja. What the fuck. Aber leider, bisschen geschielt beim Schießen. Was machen wir? Ach ja, Wave Dash Reset, No Bounce. Das ist auch so ein Shot, den ich nicht gut kann. Ah, ich hab schon verkackt. Die Nummer! Komm, wir machen nochmal. Ich will es nochmal probieren. Den Double Reset Pogo. Ja, weil der ist krank. Also der sah vorhin schon sehr clean. Also wenn du den hittest, dann huge respect. Kein Reset. Vom Boden, Ceiling, No Bounce. Okay, diesmal hab ich's. Bitte Bounce. Nice. Noch gerettet. Ich dachte, ja, einfach, was Latte. Krieg ich hin. Ja, easy. Guck mal, Boden, Decke. Mach ich 10 von 10 Mal. Ah, Finish war gar nicht so schlecht. Ja, oder? Nice, der tat es gut. Oh ja, Ceiling gehen. Ah, nope. H.O. Komm, wir machen erstmal einen normalen Double Reset. Double Reset, no bounce. Ganz simpel. Eins. Wie stolen? Nee. Yannick. Du kannst den reinschleppen. Ich hab das Double Reset. Yannick benutzt halt wieder Mechanics, die ich nicht machen kann, weil ich eine Low-Dead-Zone habe und er Moss im Keyboard spielt. No front! Na gut, ist okay, wenn du so gewinnen willst. Ja. Double Flip Reset, no bounce. Du machst Air-Triple vom Boden, ja? Zumindest genauso schwer. Na gut, erster Buchstabe. Wir machen jetzt meinen Signature-Move. Und zwar, lausche. Also von den Viewer, du kennst ja den Shot schon. Vom Kickoff aus. Den Ball an die Latte hitten, dann in die Luft gehen, geht Latte, dann Bounce da, dann in die Luft gehen damit, Reset, Backboard, scoren. Alles klar, Mann! Also sozusagen Triple Touch. Also erstmal Latte hitten, Bonk, dann warten wir auf den Bounce, das ist den Backboard hitten, Reset und scoren. Nice! Easy, Yannick. Ich habe ihn zwar nicht mit dem Reset reingemacht, aber ich hatte den Reset, von daher zählt das. Also ich muss voll durchboosten. Der war barmherziger. Ja, dann hättest du die Latte.
wenn du gerade drauf zufährst. Jo? Ja? Reset? Schade. Ja, lass ich gelten. Lässt du gelten? Schön, dass du ihn gelten lässt. Wir fangen nochmal an mit dem Pogo. Weil der Pogo, das ist, ihr wisst, Jungs. Ich muss euch nichts vormachen. Der Bursche. Oh, der ist gut. Oh. Ja, du bist so am Joken. Du bist so am Joken. Wir machen einen MLG-Shot. Für die, die Freestyle nicht so kennen, MLG-Shot, Sidewall, dann Backboard hitten und dann zur Ceiling gehen. Nein, den hast du. Ja, hab ich. Dann ist es so gut, hast du nie so gut rausgegeben. Kein Warm-up ist es einfach. Du kannst ihn ja langsamer machen. Du musst ja nicht so schnell machen wie das Pro Janek. Sehe ich da jetzt schon das S? Oh, es hat ein ganz kurzes Video. Gar kein Thema. Guck mal. Hochspiel? Nice. Geht Decke? Ja, oh. Irgendwie da hinkommen? Ja? Ja, okay. Es sah richtig, goofy aus. Also, ich hätte auch. Es war schon so Bronze-Aerial, aber ey, ich hab's geschafft. Wie du an die Decke gehst. Ja, aber lass es zählen. Nice. Kein Thema, das war noch nie so free. Wir machen die Mercy Challenge. Okay. Oh, dass du das gegen mich sagst! Ja, ja. Also, Mercy Challenge ist, dass es gibt einen Angreifer, einen Verteidiger. Janik fängt mit Angreifen an, er versucht zu scoren. Ich als Verteidiger darf challengen, sobald er diese Linie hier überschreitet. Sobald ich den Ball cleare, also aus meiner Hilfe sozusagen raus hätte, ist die Challenge vorbei. Okay, let's go. Jo, das war's für dich. Komm, müssen wir mindestens einmal dabei haben. Einen 2 kph-Shot. Rudi. Bisschen Zeit rausholen für dich. Der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Den lasse ich sogar direkt rein machen. Ist das zu schnell? Bitte seid zu schnell. Komm, das sind 3. Komm, sei 3, bitte 3. Ja, ich kann 4 wahrscheinlich. Bitte 3. Oh nein! So ein guter Try, aber first try direkt so rein, das dauert das mal ewig. Reset Musti. Reset Musti, okay. Nope. Schade. Und noch Pinch dazu. Komm, ich zeig dir jetzt mal, wie ein Pogo geht. No bounce. Okay. Der Profi, Digga! Der Profi! So, und jetzt nochmal, damit man so 1 zu 1 gleich hat. Wie der Pogo sein muss. Nice. Warte mal, hast du schon ein Pogo-Tor? Nee, oder? Nee, ich hab das von uns richtig verkackt, weil ich gegen die Latte geschossen hab. True. Okay. Aber jetzt bin ich ja, jetzt habe ich einen Warm-Up-Try gehabt, jetzt mal den Easy Try. Mann, oh Mann, Fuchs-Pinch. Einfach on target. Wie der da in diese Ecke rein hätte. Vom Backboard, also wir gehen an das eigene Backboard, dann so ein, ja, also wie so ein Air-Dribble-Touch Richtung mein Tor jetzt und dann probieren halt wieder in deins reinzukommen. Ich hoffe, das war von der Erklärung. Also einfach ein Air-Dribble von der Backboard. Ja, genau, aber. Flick aus eigener Hälfte. Oh ja. Das wird ein Letter für Janek. Nein, es gibt 2 Optionen. 96 Sachen. Oh, das war aber nicht. Nein, es war nicht. Bin gesprungen. Okay. Du musst einmal davor abspringen. Es gibt 2 Optionen. Entweder geht bodenlos an die Latte. Oder erst 3 km/h schnell. 3 km/h. Sag mal her. Ja. Schade. Gar nicht so schlecht. Ach Mann, das ist sowas Buchstabe ist. Das so, was ein guter Einblick. Oh ja, ne, das ist Matchpoint für mich. Aber hier ohne Reverse-Card und zwar, mal ohne simple Mechanik, E für den Double-Touch-No-Bounce. Okay, das schaffe ich. Darf ich ganz so einen Sprung rein. Ach stimmt, den habe ich auch total vergessen. Nice. Hast du No-Bounce gesagt? War der Bounce? Ich weiß gar nicht, ob ich No-Bounce gesagt habe. Nee, war nicht Bounce. Er ist on meiner Cam. Also, vom Replay ist er gebounced. 109? Ui. Okay. Haben wir gar kein Problem. So, wie will ich dich finishen?
Ich mach's ein bisschen anspruchsvoller. Wave Dash Reset Musty. Wenn du jetzt First Rank kriegst, ich nehme das Video kostenlos für dich. Oh, fast Geld gespart. Das hättest du vorher sagen müssen. Okay, ich muss nochmal wirklich meine Ehre aufbauen und ich muss den Cyborg Musty Double Hits hin. Ja, den musst du auf jeden Fall hitten. Sonst ist es kein richtiges Horse Game. Schade. Ja, ich mach das Ganze nochmal. Versuch diesmal ein bisschen doller zu hitten. Nice, das ist gut. Bitte mach ihn einfach nicht, bitte mach ihn einfach nicht. Oh. Nochmal Reset Musty. Reset Musty. Sieht gut aus. Nice! Clean! Nein, come on! Peter. Wave Dash Reset Musty. Oh shit. Oh, ich hab einen Banger. Ich hab einen ganz krassen Banger. Ich mach vor dem Bang ist neidig. Ceiling Pinch? Ja, ich mach nur einen Ceiling Pinch. Ich glaub, Double ist zu fair. No Bounce? Ja, ich mach nur einen Ceiling Pinch. Mhm. Ja, kann Bounce. Das wird nie was. Das, das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du so lucky wirst und das wirklich mal machst. Also das Ding ist... Das hättest du ja sonst nie. Na, wo du das erste Mal gemacht hast gegen mich, da habe ich das ein bisschen geübt im Freeplay und die sind gar nicht so schwer. Das sagt er jetzt, nachdem er die ganz andere Scheiße gefehlt hat. So, was jetzt? Ceiling Pinch, No Bounce oder Mid Bounce? Nee, Mid Bounce. Ich hab, also, kann bouncen. Okay, werde ich trotzdem schaffen. Ja, ich bin schon verkackt. Den Winkel dahin zu bekommen ist so schwer. Okay, ich mach nochmal einen Wave Dash Flick. Oh Gott. Schade, fast den Catch. Ey, wenn du den hättest, ist auch wirklich komplett vorbei. Wenn ich einen Wave Dash Flick mache, das sieht aus wie. Ich mach nochmal den Curl Air Dribble. Und weil du es bist, noch Mask dazu. Mhm. Stark. Starker First Touch. Wohin der Masti geht, ey. Ja, aber ich kurz gezittert. Das war Goofy Control, ja. Nee, war Goofy Control. Okay, ich hab was wir noch nicht gemacht haben vorher. Und zwar, aus deiner eigenen Hälfte musst du den, kannst du mir beigeben, musst du den Ball dir selber hochflicken und dann für den Double Touch gehen. Kann bouncen. Was? Nein! Oh. Was war das für ein Flick? Der MG-Flick halt, ja. Zu Ceiling, dann Reset, Tor. Ja, du weißt schon, Shot. Ach so, der du weißt schon, Shot. Das war nichts. Oh. Boden, Ceiling, Double Touch. Oh nein! Der Winkel war ja, so nicht da. Und noch jetzt, ganz brutaler Shot. Ceiling Shot, einfach nur ein Ceiling Shot. Nee, komm, das ist zu scheiße. Damn! Okay, Double Touch vom Kickoff aus in die Corner. Jawohl! Nein! Mit den Dämonen wieder. Dreimal, also man macht das hier dreimal. Man geht hoch. Dann geht man zu Seeding, holt sich dann den Pogo und dann wieder das dreimal. Also dreimal Pogo also, Seeding. Genau, okay. Dreimal Pogo. Ja, let's go. Eins. Dann muss ich das mal hier schnell beenden. Ich mache einen Wave Dash Reset nur bei uns. Jappa! Das wird ja nichts Ende sein! Nein, nicht so! Wie bist du Profi, weil ich so viel sehe? Dass ich da noch den Reset bekommen habe. Ich hab grad übelst. Versprecher? Ich hab grad so. Kurz Rentner MK. Na, let's go. Wave the Reset, no bounce. Ne, ne, ne. Nope, nope, nope. Und damit GG's, Yannick. Auch wenn er mich immer frontet in meinen Videos, scheiße trotzdem in Rocket League. Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können ansonsten noch gerne mehr Videos mit Yannick machen. Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee für 50.000 Abonnenten auf YouTube, ein Special. Deswegen gerne liken, subscriben und ja, kommentieren, was ich für Videos mit Yannick machen soll, falls es euch gefallen hat. Yannick, hast du irgendwelche letzten Worte? Ja, ich weiß nicht, wollen wir den Zuschauern noch sagen, dass es gescriptet war, dass du gewinnst? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.